Willkommen, mein Name ist Matthias von Mats Gitarrenkurse zur nächsten Lektion in meinem Online-Akustik-Gitarrenkurs. Und ja, wenn du den Song schon erkannt hast, Wild Thing von den Trogs, wollen wir uns eben jetzt um eine Akkordkombination aus diesem Song eben kümmern. Und zwar eben um den Wechsel E-Dur nach D-Dur. Jo, dafür hole ich die Kamera ran. Bis gleich. Also der Akkordwechsel von E-Dur nach D-Dur. E-Dur ist ja Zeigefinger, erster Bund, G-Seite des Gis, die große Terz. Mittelfinger, zweiter Bund, A-Seite, das H oder B, die Quinte. Und zweiter Bund, D-Seite, die Note E, das ist der Grundton. Wir schlagen alle sechs Seiten an. Und dann haben wir den D-Dur-Akkord. Zweiter Bund, G, die Note A. Zweiter Bund E, hohe E-Seite, die Note Fis. Und dritter Bund H oder B-Seite, die Note D mit dem Ringfinger. Das sind unsere beiden Akkorde. So, wir greifen erstmal den E-Dur. Jetzt überlegen wir uns mal, also Finger liegen lassen können wir nicht. Das geht nicht. Das wäre ja das Optimale, dass wir irgendeinen Finger liegen lassen können. Können wir aber nicht. Aber, was können wir machen? Genau, der Zeigefinger bleibt ja auf der G-Seite, der rutscht nur so hin und her. Das heißt, wir machen als erste Übung mal E-Dur anschlagen und dann einfach mal nur auf der G-Seite rüberrutschen. Zurück, rüberrutschen, zurück, rüberrutschen, zurück, rüberrutschen, zurück. Ich nehme jetzt bewusst die Finger so ein bisschen runter, dass ihr seht, wo mein Finger hingeht. Das sollt ihr natürlich nicht machen. Rüberrutschen, wieder zurück. Rüberrutschen, zurück. So, jetzt rutschen wir rüber und setzen die anderen zwei Finger dazu. Ab der D-Seite anschlagen. Wieder zurück. Wieder rüberrutschen. Anschlagen und zurück. Wieder rüberrutschen und zurück. Rüberrutschen und zurück. Rüberrutschen. Und zurück. So, jetzt versuchen wir Folgendes. Jetzt wechseln wir von E-Dur zum D-Dur und versuchen dann, das Mittel- und Ringfinger in dem Augenblick sozusagen an ihrer Stelle ankommen, wenn der Zeigefinger ankommt. Und wenn wir jetzt zurückrutschen, genau das Gleiche. Sehr bewusst ja, diese Bewegung ausführen. Es geht nicht um das Tempo. Ihr seht, ich mache das ja auch in Ultra-Zeitlupe, aber eben es geht gar nicht um das Tempo. Sondern es geht wirklich nur darum, dass die Finger absolut oder möglichst gleichzeitig ankommen. Das ist das Entscheidende. Thank you.
Und versuch dabei, den Handrücken nach wie vor Richtung Fußboden zeigen zu lassen. Also nicht so nach außen drehen, ja, sondern wirklich E-Dur. Und jetzt rübergehen zum D-Dur und die Finger gerade aufsetzen. Dann kann der Handrücken nämlich weiter Richtung Fußboden zeigen. Und das ist die, sozusagen die Form, an der, bei der wir den minimalsten Bewegungsaufwand haben. Und wenn wir den Handrücken nach außen nehmen, geht meistens auch der Ellbogen nach oben. Und wenn der Ellbogen nach oben geht, geht meistens auch die Schulter nach oben. Und das wollen wir nicht, weil das führt mit relativ großer Wahrscheinlichkeit zu Verspannungen. Ja, ich hoffe, die Akkordkombination E-Dur, D-Dur ist klar geworden. Vor allem diese Sache mit dem Führungsfinger ist dabei eben ganz zentral. Wieder einmal eben ein Führungsfinger und achtet eben beim Üben dieses Akkordwechsels vor allem darauf, dass der Zeigefinger eben wirklich auf der G-Seite hin und her rutscht. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, wenn es dich vor allem weitergebracht hat, das ist ja immer das Entscheidende bei den Videos, dann gib mir den Daumen hoch. Das würde mir als YouTuber sehr weiterhelfen. Abonniere meinen YouTube-Kanal, dann bleibst du immer auf dem Laufenden, was Neuerscheinungen an Videos anbelangt. Falls du Interesse an einem kompetenten Gitarrenlehrer hast, ich unterrichte jetzt seit knapp 30 Jahren, mache das auch über Webcam und Skype und kann jedem auf seinem Gitarrenweg weiterhelfen. Wenn du da Interesse hast, weitere Infos findest du auf meiner Homepage www.mats-gitarren-kurse.de. Like meine Facebook-Seite oder komm bei Twitter vorbei. Und dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß mit der Gitarre, viel Erfolg vor allem auch und einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Und tschüss!